Leiden Sie auch an November-Depressionen, gelegentlicher Lethargie und Antriebslosigkeit? Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Tierwelt, denn es geht noch viel schlimmer. Tiger sind Einzelgänger. Oh, von Bäuer für Bäuer. Muss da wohl drin sein, Marc? Der Grund für die Einsamkeit des Tigers ist vor allem sein Lebensraum und die dort vorkommende Nahrung. Während in den Savannen Afrikas große Tierherden leben, die zum Beispiel dem Löwen im Rudel genug Nahrung liefern, gibt es in den Tigergebieten weniger Beutetiere. Der Tiger jagt deshalb lieber alleine. Giraffen schlafen nur wenige Stunden am Tag. Morgen einen tieferen Espresso und einen Adrenalinkick bitte, wenn's geht. Ach, das hat wirklich gut getan. Dafür verbringen die langhalsigen Afrikaner vor allem in der Trockenzeit bis zu 18 Stunden mit Fressen und Wiederkäuen. Die bis zu 6 Meter hohen Tiere brauchen schon aufgrund ihrer Größe sehr viel Futter. Allerdings enthält ihre Lieblingsspeise, die Blätter der Akazien, nur relativ wenig Nährstoffe. Hinzu kommt, dass sich die Bäume gegen die Giraffen wehren, mit Tanninen, also Abwehrstoffen. Nach ungefähr 15 Minuten Knabbern ist ihre Konzentration in den Blättern so hoch, dass die Giraffe zum nächsten Baum wechseln muss. Betrogene Vögel singen lauter. Die kleinen, niedlichen Steinsperlinge nutzen ihren Gesang vor allem, um Weibchen anzulocken. Ruf mich doch jemand an, bitte! Irgendwer! Ich bin so einsam! Ein Anruf! Nun fand man heraus, wenn Männchen mehr Küken fremder Väter in ihren Nestern haben, singen sie lauter. Das Fazit, ein Steinsperlingsmännchen singt lauter, wenn es betrogen wurde. Jetzt ist sie weg. Weg. Und ich bin wieder allein, allein. Elefanten können nicht springen. Der Elefant ist dafür einfach zu schwer und der Aufbau seiner Gelenke taugt nicht zum Springen. Nein, mitkommen zum Sport, das geht leider nicht. Ich muss hier auf der Couch sitzen und Chips essen. Meine Gelenke taugen einfach nicht dafür.